So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Gruselspiel am Freitagabend. Outlast. Da ist ein T, glaube ich. Ein Spiel, welches ich freundlicherweise von Freunden zum Geburtstag bekommen habe. Weil die wissen ja, dass ich Horrorspiele so liebe. Und da habe ich mir gedacht, komm, jetzt hast du das 3 Monate lang nicht einmal aufgemacht. Jetzt machst du es einfach doch mal auf. Machst gleich mal ein kleines Video davon. Schau mal schnell in die Optionen rein, ob das auch alles passt hier. Ich habe leider gar keine Ahnung, wie es hier geht. Alles sehr hoch, finde ich gut, alles klar, passt. Ja, das wird man schon irgendwie rausfinden. So, gut, dann machen wir mal ein neues Spiel, hätte ich gesagt. Wir können uns auch die Liste von den Mitwirkenden durchlesen. Nein, das ist mir jetzt zu langweilig. Also, neues Spiel. Gucken wir mal. Ich weiß leider gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Albtraum, Wahnsinn, normal. Machen wir mal normal. Ich bin wirklich schon, wie schon gesagt, nicht der Horrorspiel-Spieler. Das heißt, ich werde das erstmal auf normal spielen, weil ich will mich hier nicht in die Hose scheißen. Also gucken wir doch einfach mal rein. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Das ist doch eine nette Begrüßung, oder? Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden schert. Wenn du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Habe ich schon erwähnt, dass ich solche Spiele hasse? Ich glaube schon. Alles klar, fortfahren. Anscheinend spielen wir ein Spiel wie Paranormal, was ich ja schon mal gezockt habe, oder Daylight, oder wie das Spiel heißt. Okay. Anscheinend fahren wir gerade Auto. Da kann ich aber jetzt anscheinend nichts machen. Der Typ labert mich jetzt über irgendwas voll. Machen wir ein bisschen lauter. Warum soll ich denn den Hubschrauber sehen? Was ist denn das für ein bescheuerter Journalist? Kann er nicht einfach seine scheiß Arbeit machen wie jeder andere und irgendwann die Scheiße schreiben? Nein, wir müssen eine scheiß Nervenheilanstalt besuchen, die verflucht ist. Geil. Anstatt ist er ein sehr guter Autofahrer. Aber so wie der gerade eingepackt hat, hat er die Oberskills. Okay, wir steigen aus. Wir greifen uns dieses Wappending. 17. September 2013. Von einer E-Mail zur anderen E-Mail. Betreff illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatrie. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war zwei Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, ja. Verstehe es nicht. Glaube nicht einmal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Oder sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Oh ja. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Und wir sind die detektiv-journalistische Macht, die sich mit allen Monstern dieser Welt anlegt und dieses Verbrechen aufdecken wird. Falls es ein Verbrechen ist, damit hätte ich nämlich weniger Probleme als mit Zombies und mit gruseliger Musik, die in meinem Kopf ist. Okay, wir haben eine professionelle Kamera. Und zoomen jetzt auf unseren Pass. Okay, dann haben wir noch hier den Blitz mit der HD-Funktion. Und steigen jetzt aus dem Auto aus. Das sieht alles richtig geil aus. Deine Ziele werden in deinem Notizblock Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen und gesammelte Dokumente. Tabulator. Okay. Notizen.
Haben wir noch nicht? Dokumente? Haben wir nur den Informanten bisher? Den haben wir ja schon gelesen. Das heißt, wir werden hier ein paar Sachen finden müssen wahrscheinlich. Gucken wir doch erstmal hier rein. Sieht alles okay aus. Ich kann hier sogar zoomen. Passwort eingeben. Passwort. Kann ich hier irgendwas schreiben? Gut. Was haben wir denn für ein Auto? Oh, ich dachte gerade, Alter. Alter, ich bin so gut in diesen Horrorspielen, dass ich gleich Angst vor meinem eigenen Schatten habe. Warum schnauft er denn so, wenn ich auf E drücke? Na gut. Also, wir haben hier eine sehr schöne Villa. Nervenanstalt. Heilanstalt. Nervenheilanstalt. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt, mir wenig vor, was oder kurz, um eine Tür langsam zu öffnen. Okay, ich will sie langsam öffnen. Will mich dabei gründlich umsehen. Camcorder bereit zu machen. Okay. Alles klar. Also ich muss hier anscheinend rumlaufen. Ein paar seltsame Vorgänge filmen. Alles klar. Damit kriegst du es dann aufnehmen. Das sieht aus wie bei der CIA. Oder wird's ja diese Wagen hier. Die schauen aus, als hätten sie gerade den nächsten Alien-Krieg vor. HB8221. Ist das die nächste Verschwörung? Das müssen wir sofort filmen, weil ich finde das sehr merkwürdig, dass dieser Name hier. Alter. Okay, ich habe etwas aufgenommen, Notizen. Mir wird schon schlecht, wenn ich diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das klingt immer gut. Erstmal was schließen, wegen einem Skandal, und dann wieder öffnen und zu tun, ach ja, Wohlfahrt, Wohlfahrt kann es gebrauchen. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition. Ausbeuterischer Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein, vielleicht größer als mein Penis. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Okay, alles klar. Na gut, dann. Also wir müssen anscheinend eine Art Verschwörung aufdecken gegen diese Bande, die hier Geld scheffeln will. Unter dem Vorwand einer Wohltätigkeitszweckes. Schauen wir mal, irgendwie so schaut das. Schwierigkeit haben wir schon. Ja, die kann man sogar noch im Spiel umstellen. Ich bin kein Linkshänder, nein. Hocke brauchen wir auch nicht, hätte ich gesagt. Lautstärke passt. Grafik ist auch in Ordnung. Gut, das sollte alles passen. Mount Massive Asylum. Na gut, kann man hier klingeln. Klingeln, nein, kann nicht klingeln. Okay, dann gehen wir halt einfach so rein. Wie jetzt? Okay, also die Türen sind schon mal zu. Das ist immer schon gut, wenn du irgendwo rein willst und die Türen zu sind. Dann gucken wir uns auch einfach mal ein bisschen hier um. Zum Beispiel. Ah, guck mal, schönes Wetter haben wir auf jeden Fall auch. Ein Wolf. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab Schiss. Ich mag solche Spiele überhaupt nicht. Da ist eine Kette davor, da werden wir wohl nicht durch können. Okay. Da ist auch eine Kette davor. Ja, wo soll ich denn hier hin? Da ist zu. Da hinten sind Ketten, da ist ein Fahrzeug. Mein Typ ist nicht der Konditionsläufer, sonst würde er nicht nach 5 Meter Sprint zum Pumpen anfangen. Diese Leute hier haben ihren Wagen relativ schnell abgestellt. Oh, da hinten ist was kaputt.
Halte Steuerung links gedrückt. Alter, der geht jetzt hier mit Limbo-Skills erstmal unterm Zaun durch. Ich habe überlebt. Dokumentation, Festhaltung, ich lebe noch. Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du mit Mausrad nach oben und Mausrad nach unten hinein und hinaus zoomen. Alles klar. Das Wasser hier sieht nicht gut aus. Da würde ich nicht drin baden. Anscheinend haben wir hier es mit einer Renovierung zu tun. Denn ich sehe hier Renovierungsstütz. Kann die Musik bitte aufhören, bedrohlich zu spielen? Danke. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal hier hoch. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob das hier so ein Spiel mit Jumpscares ist oder sowas, weil das packe ich überhaupt gar nicht. Hopp! Springen kann er auf jeden Fall wie ein Weltmeister. Und klettern kann er auch. Also wir brechen jetzt hier quasi in eine Nervenheilanstalt ein, wie ich das richtig erkannt habe. Oh, 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 oh. Okay, das ist nicht gut. Ich habe anscheinend ein Nachtsichtgerät. Wie funktioniert das? Ich hab's nicht aufgepasst. Wie funktioniert das nochmal? Okay, hier ist ein Fenster. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Scheiße. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nein. Okay, Optionen. Boah. Steuerung. Okay. Und wie kann ich... Wie kann ich das Nachtsichtgerät einschalten? Nachtsicht ein aus. F. Okay. Alles noch ganz okay im Moment. Ich frage mich immer noch, warum wir das hier machen. Okay. Hier ist noch nichts. Was mich bisher jedenfalls beunruhigen könnte. Mit Ausnahme dieser Uhr. Wenn sie funktioniert. Wieso liegt die Tür hier am Boden? Das ist höchst verdächtig. Dafür müssen wir uns auf jeden Fall auch ein Merk machen. Erstmal Schluck trinken. Alles klar. Der Fernseher ist kaputt. Wir brauchen einen Fernsehtechniker. Da geht's nicht raus. Okay. Da hinten ist Blut. Das ist schlecht. Okay, hier ist Blut auf dem Boden. Das ist immer schlecht. Das ist sehr schlecht. Oh je, das ist... Das ist schlecht. Ah! Alles klar.
hat der mich jetzt erschrocken, der Spast. Nein, da will ich nicht rein. Da liegt irgendwas Totes drin. Oh nein, bitte. Nein, 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 nein. Ich will weg. Ah. Alles klar. Oh Gott. Hier ist alles voll mit Leichen. They killed us. You got out. The very. You can't fight them. Security control. Hilfe. Alter, dieses Spiel nagt an meinen Nerven. Oh mein Gott. Ich bin absolut nicht der Typ für solche Spiele. Absolut nicht. Boah, mir steht der Angstschweiß noch auf der Stirn, ey. Pack's gleich überhaupt nicht. Guckst du echt so blöd, hä? Frankenstein. Alles klar. Hier können wir uns wieder über durchquetschen. Little Fake. Ah! 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 Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Mein Hals tut mir weh. Hier liegt ein Toter. Proclaim da irgendwas. Okay, da hinten ist ein Zombie in einem Rollstuhl. Ja gut, Leute, das war's an dieser Stelle für die erste Folge Let's Play Outlast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier ist noch ein toter Wachmann. An dieser Stelle mache ich den ersten Cut rein, weil sonst packe ich das nicht mehr. Es ist 12 Uhr abends und irgendwie steht es mir bis hier oben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist gut. Waren jetzt ein paar Jumpscares drin, die echt gut gemacht waren. Also nicht so diese typischen Bläh, sondern halt echt so ein bisschen psychomäßig. Mit dieser Musik und allem. Nicht so wie Paranormal. Paranormal war mehr auf die Geräusche ausgelegt. Das war jetzt so ein bisschen Stimmungserzeugung durch Musik und sowas. Und ich fand die eingebauten Sachen echt gut. Also wenn du da irgendwie dich so mit dem Blick durch eine Wand quetschst, ja. Und auf einmal packt dich von hinten so ein Typ und reißt dich rum. Und du guckst so ein Monster ins Gesicht, das dich zu Boden schmeißt. Das ist dann erstmal fragwürdig, ja. Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel hat Potenzial. Alter, habe ich mich erschrocken. Und schauen wir mal, ob ich die nächste Folge, wann ich die nächste Folge mache. Ich muss mich jetzt erstmal davon erholen. Ja, ich bin eine Mods-Pussy, ich weiß, aber Horrorspiele sind einfach nicht so meins. Es gibt Leute, die können das wirklich gut vertragen.
Ich glaube, der Bickles hat da relativ viel Nerven dafür, aber bei mir ist es halt so, dass ich da relativ schnell Muffensausen immer krieg. Ja, ich schwitze auch jetzt voll. Deswegen werde ich an dieser Stelle sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut dann raus, euer First Set. Ciao.